Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal die Blissinbox aus dem Monat Juni an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissinbox ist eine Box, die monatlich erscheint, 16,90 € pro Box und pro Monat kostet. Und diesen Monat bekommt ihr mit dem Code SUNNY eine Respire Après Sun Milk mit dazu. Im Wert von, weiß ich nicht. Ist ganz schön hochpreisig, weil es ist Respire. Ich habe die, glaube ich, schon mal verwendet und fand den Duft ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Box hinein. Ich bekomme sie in Kooperation zugeschickt, weil, im Prinzip seid ihr dafür zuständig, dass Blissim überhaupt nach Deutschland gekommen ist, weil ich habe die französische Variante irgendwann mal vorgestellt und dann haben immer mehr aus Deutschland auch diese Box abonniert, weil die halt echt einen coolen Inhalt hat. Und, dann hat Blissim sich überlegt, dass die halt auch vor anderthalb Jahren oder so auch den deutschen Markt erobern wollen. Und wir haben diesen Monat das Motto Wanderlust oder Wanderlust, Wanderlust. Ich bin kein Wandermensch. Ich bin von meinen Eltern geplagt fürs Leben, weil wir sehr oft in den Wanderurlaub gefahren sind. Ich war als Kind halt echt eher so, nee komm, wir gehen an den Strand und ich baue eine Burg oder nee komm, ich baue irgendwie eine Bude im Wald oder so. Aber Wandern fand ich immer so öde. Mittlerweile denke ich mir, ist schön, ne, mal so ein bisschen was von der Welt zu sehen oder ein bisschen so auch die Umwelt und die Natur wahrzunehmen, aber damals. Und deswegen ist es halt immer noch so ein bisschen in meinem Gehirn drin, dass es nicht unbedingt was Positives ist. Auf jeden Fall haben wir hier das Kärtchen, wo drin steht, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Ziemlich cool auf drei verschiedenen Sprachen. Finde ich echt cool. Wanderlust, einen unwiderstehlichen Drang, reisen zu gehen. Okay, das kann ich aber nachvollziehen. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Reisemensch, aber es ist tatsächlich ganz cool, mal neue Orte zu entdecken. Das stimmt. Der Juni-Monat wird abenteuerlich. Wir haben dir eine Gelcreme eingepackt, um deine Füße, sehr gut, nach langen Wanderungen zu pflegen. Und eine reichhaltige Gesichtsmaske und Routine für die Pflege der ersten Sonnenbäder. Das finde ich cool. Und es gab ein Auswahlprodukt, das man von Banana Beauty entweder dieses Velvet Lip Mousse bekommen hat oder ein Primer irgendwie. Und ich habe hier das Velvet Lip Mousse drin. Das würde ich gerne auch mal mit euch ausprobieren. In der Farbe Classy Me. Ja, Banana Beauty ist irgendwie anders geworden. Ne? Also die haben ja glaube ich, ihre Preise jetzt auch irgendwie ein bisschen geändert, dass du halt nicht mehr diese krassen Reduktionen oder so hast. Keine Ahnung, also so sieht das immer aus, wenn man die Verpackung öffnet. Und ich habe jetzt so ein bisschen Lippenpflege drauf, die nehme ich mir mal kurz ab. Und schwupps, kann mir dann mal das Produkt auftragen. Das ist nämlich, also habe ich gar nicht gezeigt, ne? Es schaut so aus und es ist halt eine wunderschöne Farbe. Hm. Schon was von Liquid Lipstick, ne? Dann wird es wahrscheinlich nicht so mega trocken antrocknen, was ich gut finde, weil es ist gerade im Sommer auch so ein bisschen dehydrierend für die Lippen. Mhm. Mag ich gerne leiden. Es ist halt so ein schönes, klassisches Nude. Was meint ihr? Also ich finde die Farbe toll. Steht mir wohl. Könnte für Leute mit einem etwas dunkleren Ton als ich oder wenn ich etwas sonnengebräunter werde, etwas hell sein. Aber ich persönlich mag das gerne leiden, weil das ist halt wirklich ein klassisches Nude. Ne? Und wir haben in der Box auch immer so 5 Produkte drin enthalten. Dieses Mal auch. Ich komme zum nächsten und das riecht unfassbar gut. Ja, weil ich habe eben die Box geöffnet und habe mir schon gedacht, oh mein Gott, das riecht hier gerade nach professionellem Haargedönsen. Schwarzkopf, Bonacure, Sun Protect 2-in-1 Treatment Coconut. Es ist verrückt, ich mag auf einmal Kokosduft, ne? Clean Performance for Sun Stressed Hair. 75 ml sind hier drin. Müssen wir mal gucken, wie man das anzuwenden hat. Es ist so ein nach dem Duschen Gedönsen. Mal schauen, Englisch, Deutsch. Nährt, regeneriert und verleiht dem Haar ein feuchtigkeitsspendendes Haargefühl. Vielseitig anwendbar. Auf feuchtem Haar anwenden, als Conditioner nach 2 Minuten ausspülen, als Treatment nach 5 bis 10 Minuten ausspülen. Das ist ja geil. Also das ist kein Leave-In, sondern das ist entweder eine Spülung oder halt eine Maske. Sehr geil. Und das riecht so gut.
Ich weiß auch nicht, was die Schwangerschaft mit meinen Hormonen gestellt hat, dass ich auf einmal Kokosduft mag, ne? Crazy. Von Bahia haben wir öfters auch mal was drin enthalten. Das sind, ist ein Fußgel mit Guarana, Rotwein und Butcher's Broom Extract. Keine Ahnung, 30 Milliliter sind hier drin. Finde ich großartig. Also ich creme jeden Abend die Füße ein. Ich kann das so gut gebrauchen. Und das steht hier auf Englisch halt drauf, ne? Also abends und oder morgens machst du das drauf. Finde ich toll. Und wenn du möchtest, kannst du es auch die Beine hochziehen, ne? Das ist ein ganz tolles Produkt. Von Hugon, französische Marke, ist ja eigentlich auch eine französische Box, haben wir was drin enthalten. Ein Elixir Nuit. Organic Nighttime Face Wash. Ach schön, beruhigend ist das. 30 Milliliter. Ja, zur Gesichtsreinigung. Würde ich jetzt als zweiten Schritt vom Double Cleansing verwenden. Weil erst muss ich halt mein Make-up aufbrechen, runternehmen, tüdelü, tralafitti. Und zur Tiefenreinigung nimmt man das. Oder wenn man halt ungeschminkt ist, nur das. Finde ich toll. Das ist echt gut. Kann ich gut gebrauchen. Also was ist das? Also 4 Produkte schon, die ich großartig finde. Und dann habe ich hier das 5. Produkt, was ich ebenfalls genial finde. Embryoliss. Die hatten auch mal irgendwie so eine Creme auch mit drin gehabt, die super reichhaltig, aber super gut war. Wirklich, wirklich toll. Und das hier ist eine Maske. Mask Hydration Intense Hydration Maske ist es einfach, ne? Da, Intense Moisturizing Mask with, hier, Fresh Jelly with Nymphaea. Weiße Nymphe. Okay, auch interessant, ne? Haben wir hier drin. Inhaltsstoffe sind 97% natürlichen Ursprungs. 50 Milliliter sind hier drin. Oh, das wird toll sein. Wenn das die Haut hydratisiert, das kann man so gut gebrauchen, wenn die Haut so ein bisschen von der Sonne auch angegriffen ist, ne? Oh, da, diese Gelmaske mit Extrakten der weißen Seerose, so heißt das Ding, und Hyaluronsäure, versorgt selbst trockene Haut, sofort optimal mit Feuchtigkeit. Die erfrischende Textur mit Meerwasser ist reich an Meeresmineralien und glättet die Haut und polstert sie auf. Großzügig auf Gesicht und Hals auftragen, nach 15 Minuten das überschüssige Produkt abnehmen oder abspülen, 2 bis 3 Mal pro Woche, alle Hauttypen, auch empfindliche Hautverträglichkeit, dermatologisch getestet, vegane Formulierung, 97% natürlichen Ursprungs, was übrigens auch mit Meeresmineralien ist, ist hier bei den Dalton-Produkten, bei dem ein oder anderen Produkt zu finden. Das hier ist meine Tasche in Kooperation mit Dalton. Video verlinke ich euch im i. Schaut da gerne mal vorbei. Die habe ich jetzt gelauncht und ich habe bis zum 18.06. auch den Code BeautyCloudy für 20% Rabatt auf alles außer Streichpreise bei Dalton. Also schaut da super gerne mal vorbei. So, auf jeden Fall habe ich hier die Maske. Ja, ist glaube ich auch ohne Parfümstoffe. Habe ich glaube ich sogar vorgelesen. Das sieht wirklich toll aus. Also so von dem, was es so, ne? Meine Herren und Damen! 5 Produkte, die ich alle gut finde. Alles wird bei mir bleiben, weil ich alles super ansprechend finde. Und das ist sehr, sehr selten, Leute. Passt es zum Thema Wanderlust, Urlaub? Also die Fußcreme, ja. Das Gesichtsreinigungsprodukt, ja. Wenn du den ganzen Tag gewandert bist oder ne, unterwegs warst, dann musst du dich halt auch reinigen. Dann macht das Sinn. Sonnengeschädigtes Haar, ja. Macht auch auf jeden Fall Sinn. Feuchtigkeit fürs Gesicht mit der Maske, ja. Ja, der Lippi ist halt einfach auch irgendwie cool, muss man sagen. Da beschwere ich mich nicht drüber, weil das ist halt einfach eine schöne Farbe, ne? Vielleicht, wenn man dann irgendwie doch so abends mal weggehen möchte, ne? Auch im Urlaub kann man das machen. Huch, unser Nachbar startet den Motor. Start the engine. Okay, ihr Lieben, das war jetzt hier die Blissim-Box im Juni, die mir wirklich, wie gesagt, sehr gut gefallen hat. Und ihr bekommt halt diese Box plus das After-Sun-Produkt von... Was habe ich gesagt? Was? Respire? So. Mit dem Code Summer. Mega, oder? Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!